Hallo, liebe Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir, dem Hube, hier auf HubeTube. Ich freue mich sehr, wir spielen Scarlet Nexus. Der ein oder andere mag behaupten, ich avanciere hier zum JRPG-Hubi. Zu Recht, ich liebe die Dinger und deswegen habe ich auch Bock. Wir klicken uns gleich mal rein und drücken eine beliebige Taste zum Aktivieren des neuen Spiels. Wie immer gilt, bevor ich gleich loslege, holt euch was Leckeres zu trinken, was Köstliches zu essen und genießt die Folge. Oh, hallo, animehafte Wesen. Oh, auf den habe ich Bock. Der hat ein heftiges Schwert. Ach so, ja, ich sag ja, auf den habe ich Bock. Der hat ein heftiges Schwert. Yuto Sumeragi, er stammt aus einer großen Familie, Nachkommen des Gründervaters. Ein fröhlicher und optimistischer Junge mit standhaftem und freundlichem Herzen. Nachdem er als Kind von der AAS gerettet worden war, wollte er sich der AAS als Freiwilliger anschließen, um andere retten zu können. Er führt seinen Nahkampf mit einer Kombination aus schnellen Schwertangriffen und Psychokinese-Fähigkeiten. Das machen wir auf jeden Fall. Ohne uns die anderen anzugucken. Der Blick. Ach, schön. Ich liebe es immer, wenn man Animes spielen kann, sozusagen. Und ich setze große Hoffnung in dieses Spiel. Ich werde mir Mühe geben, versprochen. Wie viele Becher ich hier einfach habe. Der Visionssimulator. Klingt nach Tutorial. Okay. Mit Ansage wird sehr viel mehr wehtun. Digga. Wirkt in der Tat schmerzhaft. Wie einfach Balls of Steel. Er einfach so ohnmächtig geworden. Was war das am Auge, Gott verdammt? Scheinbar gutes Platoon. Okay, cool. Bewegen mit LS, Kamera steuern, Kamera zurücksetzen. Okay. Ja. Okay, das ist Standard. Mit A springen finde ich persönlich sehr gut. Das war auch immer schon mein Kindheitstraum, Yuito. Seitdem ich vor circa 3 Minuten erfahren habe, dass es das gibt. Oh, Schmutz. Der ist ja süß. Achso, wow. Psychokinesangriff. Ah. Okay, das ist chillig. Man muss nur gedrückt halten. Achso, erfasse ein Ziel. Erneutes Drücken hebt die Zielerfassung auf. Okay. Aua. Oh, ich finde die Mucke im Hintergrund geil. Das ist ja stisselig. Was ist denn diese 80 hier? So, Yuto kämpft mit seiner Kraft Psychokinese, mit seinem Schwert. Der Angriffsreichweite ist kurz, doch mit seinem schnellen Angriff kann er Gegner überwältigen. Er greift Gegner nacheinander im Nahkampf an. Waffenangriffe mit X
laden die PK-Anzeige geringfügig auf. Es ist ein Mix aus Waffen und Psychokinese-Angriffen, um ihn zu besiegen. Wenn du kein Ziel erfasst hast und einen Gegner angreifst, wird er automatisch erfasst. Okay, cool. Dann wollen wir noch mal gucken. 1, 2, 3. Cool. Ich verstehe die 80 hier noch nicht. Springe vorwärts mit B. Okay. Alter, wie stößt ich mit so einem Schwert? Das ist ja nur cool. RB. Ah. A und X. Ah. Und X, cool. Ja, ich werde ein Problem damit haben, glaube ich, die Gegner nicht zu treffen. Aber ist halt nun mal, wie es ist. Irgendwie rennen? Ach ja, LS. Okay. Drücke Y, während du dich bewegst, Fan. Bewegungswirbelangriff auf einem großen Bereich auszuführen. PK-Anzeige wird zu einem großen Teil wiederhergestellt. Aha. Okay, einmal pro Combo ausgeführt werden. Aber durch das Erlernen weiterer Fähigkeiten kannst du die Anzahl der Angriffe erhöhen. Alles klar. Na, wo bist du denn? Nur mit X-Waffenangriff, wenn du einen Psychokinese-Angriff gedrückt hast. Gegner aufzuschließen. Ah. Das ist cool. Der schnelle Feuerangriff ist nice. Wenn du beim Treffer mit einem X- oder Y-Angriff mit RT einen Psychokinese-Angriff ausführst, folgt ein mächtiger Psychokinese-Folgeangriff. Ah, dabei fällt deine PK-Anzeige stark. Fülle sie wieder auf. Okay. Gegner mit einem Psychokinese-Folgeangriff. Wow. Okay, der ist natürlich wirklich stark. I was dodging. Das ist cool. Okay. Ansturm verbessern. Das Erlernen des Schnellfolgeangriffs und Psychokinese-Folgeangriffs ermöglicht es dir, diese Angriffe mehrfach hintereinander auszuführen. Okay. Aha. Braun, ja. Wow. Ach, hinter mir sind irgendwie noch ganz viele Gegner, oder was? Ah, ich habe kein Psychokinese-Zeugs wahrscheinlich. Alter, ich bin noch gedodged. So, voll in sein Gesicht. Okay. Psycho-Folgeangriff! Also Psychokinese, ihr wisst. Allerdings, was mache ich mal, wenn hier keine Sachen sind, ey? Das wird dann halt ätzend. Okay. Ja, also es ist halt viel Rumgebäsche, glaube ich. Du kannst jederzeit im Hilfebildschirm, Bibliothek und so weiter, ja, okay. Naja, war jetzt kein S. Aber halt auch kein D, würde ich sagen. よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。 Diese gut? Suoneon.
Aha. Neonlichter und so. Oh, wow. Das ist ja Tokio vor 3 Jahren. Ryujin-Bezirk. Suo. Nyuhimuka. Na? Wie lief dein Test so? Nagi, omae daijoubu datta no ka? Karman, Nagi. Daijoubu tte shiken ka? Oria maama zekkouchou datta ze. Maama to zekkouchou docchi nan da yo? Sasukeibulu setsuzoku no toki, kitsou datta daro. Are mechakucha itakatta yo na. Demo shibaraku shitara narete kite. なんとかなったぜ。軽いな。でも、なぎらしいか。これで俺たちも明日から憧れの海抜軍か。なんだか信じられないよ。うん。そうだよな。ユイト etwas. なんだよユイト。反応薄くね。 Er fühlt nicht. 俺だって嬉しいよ。言っただろ。 子供の頃、海抜軍の人に命を助けられたって。だから俺もその人みたいになりたいって思ったんだし。でも、なんだよ。最近思うことがあるんだ。本当にそれだけでいいのかなって。せっかく助けてもらった命なんだから、役に立ちたいし、もっと大勢の人を救う方法があるんじゃないかってさ。 おい、人間一人にできることなんて限界があるんじゃないか。俺たちは海抜軍になって海と戦う。まずはそこを一生懸命にやらなきゃ。だろ。そうだよな。俺なんとなく不安になってたのかも。まずは一人前の海抜軍にならなきゃだよな。ナギ、ありがとう。 大いにありがたく思ってくれたまえ、ユイト君。ところで、この後スメラギ寮に報告に行くんだろ。ご先祖様にいちいち報告するなんてめんどくせえよな。まあそれだけじゃないんだけどな。今スメラギ寮がバッキーちゃんとコラボやってるんだ。は？スメラギ寮ってユイトの家のお墓だろ。 いくら観光名所になってるからってコラボとかすんの？結構やってるらしいよ。そういうのは親父たちが決めてることだけど。あ、そうだ。親父と兄貴にメッセージを送らないと。Ach, das kann ich hier machen. Cool. どうせまた親父さんからは返事来ないんだろ。いくら海抜軍にしたくなかったからって冷てえよな。評議会とかに出てる時は笑顔振りまいてんのに。 裏表ありすぎっつうかさ。そりゃ裏表あるのは政治家だから。それに俺も定型文みたいなメッセージしか送ってないし。Hirnnachricht empfangen。何だって？お疲れ様、頑張ったのだって。スメラギ本部長直々にお褒めの言葉かよ。 正真間違いなし、だな。お前、バカにしてるだろ。兄貴が海抜軍の本部長だからって便宜測ってくれるわけじゃないからな。分かってるって。悪かったよ。本当かよ。だったらバッキーちゃんコラボでおみくじ引くともらえるバッキーちゃんの悪鬼。チェックソフィレディングアイファノフニッシュ。 俺もおみくじ引いて悪鬼譲る。譲ってやるから、その後でナンパ付き合ってくれよ。ユイトが一緒にいると勝率高いからさ。はあ？それ結局お詫びになってないじゃん。Okay, Hirnnachricht. Im Handlungsverlauf erhältst du Nachrichten von diversen Charakteren. Mit RB und oben kannst du direkt öffnen. Das hat halt ultra viel. Wirklich von den Tales of Spielen. Du merkst halt echt den Touch von Bandai Namco. Die Minikarte wird rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Das ist super. Okay. Öffnet die Gebietskarte. Mhm. Schauen wir doch gleich mal nach.
Okay, ja, ist das super. Also, echt pro ist hier die Mucke. Ich finde die so gut. Hirnnachricht. Herausforderung hinzugefügt. Schließe Ziele ab und erhalte Belohnung. Hole Objekte aus dem Laden. Danke, dass du bei uns eingekauft hast. Die heruntergeladenen Waren sind angekommen. Du kannst sie im Laden abholen, also schau bitte vorbei. Ja, okay. Es ist endlich vorbei. Wir werden endlich offizielle Mitglieder der AAS. Okay, wir sind Freiwillige. Nicht wirklich leicht haben. Okay, Mitglieder der Klasse 5, 6, 7. Das ist ein Bericht. Oh, gute Arbeit, du hast es durchgezogen. Stark. Und hier kann ich jetzt... Oh, dieses Scratchige, ne? Schön, schön, schön. Jetzt muss ich mal was gucken. Achso, das sind die Hirnnachrichten. Das sind Einstellungen. Ach, Bibliothek, Geschichte. Phase 0, Prolog, Wiedersehen. Ja. Ich hätte hier halt gerne so ein Trigger-Ding dann auf der Map sozusagen. Dass wenn ich hier jetzt drauf drücke, das markiert wird für mich in der Map. Achso. Da Charaktere. Gegner. Abschaumpule. Kumpel Lami. Aha. Abschaumpendu. Bronjan. In Herausforderungen kannst du verschiedene Ziele aus Updates oder Add-ons abschließen. Aha. Oh wow, erhalte 10.000 EP. Ja, der hat auch, als ich das Spiel gerade gestartet habe, irgendwie 1 Million verschiedene Sachen runtergeladen, so gefühlt. Archivarkopf. Aha. Das ist die Hilfe. Das ist eine Herausforderung. Okay, das ist die Gruppe. Erst navigieren hier. Leichtes Gelee. Myoho Muramasa. Erinnerungsohrklemmen. Aha. Schwere Kampfkleidung Samurai. Leichtes Gelee. Plugins. Geil. Leider haben wir keine Plugins, okay. Ja, dass man halt... Und da Kostüm. Habe ich da was anderes? Wobei ich das mega cool finde, ne? Davon ab. Und es ist halt wirklich ultra viel der Touch zu spüren. Von... Tales of Arise beispielsweise. So rennt man, das ist doch gut. Was ich jetzt halt echt gerne hätte, wäre zum Beispiel der Standort vom Laden. Achso, wahrscheinlich da, wo ich sowieso schon hin muss. Fotomodus. Oh, und was bist du? Bist du ein Gegenstand? Tipps. Objekte erhalten kannst. 50 irgendwas habe ich erhalten. Okay. Tipps. Kannst das Spiel manuell speichern, indem du mit dem Protokollanten sprichst. Ah. Achso, X, ja. Kannst Kampfobjekte und Ausrüstung in Läden verkaufen oder kaufen? Add-ons. Ah. Neues Produkt erhalten. Suche nach gespeicherten Demo-Daten. Habe ich nicht. Achso, wenn man die Demo gespielt hätte, dann hätte man jetzt wahrscheinlich was Cooles bekommen, verstehe. Waffenset Stern für Yuito. Aha. Okay. Wirbelvisionsset. Okay. Sind das irgendwelche Add-on-Sachen, weil ich das hier über Xbox Dingsbumsen spiele? Waffenset. Oh, crazy. Anime-Collab-Objekte. Scharlachrot des Schicksal. Das klingt doch... Achso, nee. Das ist die TV-Serie. Ah. Ich würde erst sagen, das klingt nach Tales of Berseria, aber nützliche Datenset. Kleidungsdesign-Ticket. Alter, alles klar. Tales of Arise, Spielbelohnung. Geil. Okay, safe. Safe, safe, safe. So, das Myoho haben wir ja schon. Kraftfeld.
Relativ billiges Plugin zur Verteidigungsverbesserung. Ah, Kraftverbesserung. Okay, wie viel haben wir denn an Kohle überhaupt? Ach da, Geld haben wir 350. Ja, dann. Das ist witzig. Das ist ja nur witzig. Hier müsste ich doch jetzt... Ach nee, ein Kostüm habe ich nicht neu gekriegt. Aber hier... Ach so, das wäre auch schon sowas gewesen. Ja, Schmutz, das wusste ich jetzt nicht. Hellsicht, Wirbelvision. Jetzt hätte ich jetzt vielleicht nicht dieses kleine, in Anführungsstrichen, Schmutzding da geholt, wahrscheinlich. In der Nähe der Stirn rotierende Zeichen für Geschwindigkeit. Hyperspeed. Anscheinend steht das Zeichen für unglaubliches Tempo. Aha. Mehrere Dinge an Komplexität. Aber... Keine Eulenpuppe. Alles klar. Aber es scheint ja jetzt nicht so zu sein, als würde uns das was bringen. Die Eisenmaske stark. Ach so, weil das jetzt nur rein Kostüm ist. Okay, okay, okay. Ah, dann kann ich mehrere haben. Alles klar. Ja, komm. Und dann noch eine Eulenpuppe. Wie viele Customizations willst du haben? Ja. Okay, die machen tatsächlich auch besser. Der Pflug, Libelle, aber immer nur 7. Also das ist scheinbar tatsächlich eher so Kosmetikzeugs. Ja komm, dann machen wir hier Arise, ne? Dann hat er hinten nichts. Ja gut. Kraftverbesserung MK1 ist das, was wir gekauft haben. Neue Kampfunterstützung EP. Doppelt erhalten EP. Oh, EP-Bonus-Plugin. Ein besonderes Plugin, das dafür sorgt, dass deine Gesundheit nie auf Null sinkt. Für neue Rekruten. Ach so. Das ist ja Schmerz. Nee, aber das ist ja cool. Wie gesagt, hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Kram nicht gekauft quasi. Muss auch sagen, dass die Kamera, glaube ich, ganz gut positioniert ist. Und ich muss sagen, dass die erste Folge zu Ende sein sollte. Okay, hier sieht man nicht ganz alles dadurch. Naja. Alles klar. Liebe Freunde, ich hoffe, das Spiel gefällt euch so sehr, wie es mir bisher gefällt. Hoffe vor allen Dingen und das noch viel mehr, dass ihr Spaß hattet. Wünsche euch bis zum nächsten Mal alles erdenklich Gute. Ich hupe.